Er war Britanniens berühmtester Herrscher. König Artus. Legendärer Anführer der Ritter der Tafelrunde und Träger des mächtigen Schwerts Excalibur. Geschichten über König Artus werden nie alt. Sein Name steht für Ehre und Tapferkeit. Er ist ein Mythos, das Idealbild eines Kriegsherrn. Im 20. Jahrhundert begaben sich zwei Archäologen auf die Suche nach dem Grab des Königs. Der eine ein faktengläubiger Wissenschaftler, der damit Spott und Isolation riskierte. Er war ein Mann, der den Dingen auf den Grund ging. Der andere besessen vom Übersinnlichen. Bonds Methoden wurden immer seltsamer. Es war eine Reise, die sie an die dunkelsten Orte des englischen Mittelalters führte. Dies ist die Geschichte von der Suche nach dem Grab von König Artus. König Artus ist eine der berühmtesten Figuren der britischen Geschichte. Seine sagenhafte Regentschaft wird im 6. Jahrhundert angesiedelt. Das gängige Bild von König Artus ist das eines Ritters in schimmernder Rüstung an einer runden Tafel, der mit heroischen Rittern nach dem Heiligen Gral sucht. König Artus ist eine Legende. Jeder kennt die Geschichte des jungen Artus, der das Schwert aus dem Felsen zieht. Und seine magischen Abenteuer mit dem Zauberer Merlin. Doch der echte König Artus bleibt ein Geheimnis. Denn das 6. Jahrhundert war finsterstes Frühmittelalter. Nur wenige Fakten sind über diese Zeit bekannt. Die Völker Britanniens wurden von fremden Invasoren angegriffen. Der Sage nach war König Artus ihr Verteidiger und Held. Bis ihn ein heroischer Tod in der Schlacht ereilte. Artus gewann zahlreiche Schlachten, bevor er im entscheidenden Gefecht mit seinem Erzfeind tödlich verwundet wurde. Der schwer verletzte Artus wurde auf die Insel Avalon gebracht, um dort geheilt zu werden. Das ist das Letzte, was wir von ihm wissen. Die Insel Avalon ist das größte Geheimnis von allen. Niemand weiß, wo der König wirklich seine letzte Ruhe fand. Ich denke, die meisten Wissenschaftler bezweifeln heute, dass es Avalon jemals gab. Doch 1191, etwa 600 Jahre nach Artus Tod, machten die Mönche der Glastonbury Abbey im Westen Englands eine erstaunliche Entdeckung. Das Grab von König Artus. Das war eine der berühmtesten Entdeckungen des Mittelalters. Wohl sogar die berühmteste. Man fand ein bleiernes Kreuz, das die Überreste als die des Königs identifizierte. Die Inschrift auf dem Kreuz lautete übersetzt: Hier ruht in seinem Grab der berühmte König Artus auf der Insel Avalon. Die Mönche von Glastonbury glaubten, ihre Abtei selbst sei Avalon gewesen. Das Rätsel um König Artus Tod schien gelöst. Es gab König Artus also wirklich. Sein Grab wurde gefunden, genauso wie die Gräber anderer berühmter Könige. Doch für moderne Historiker war nicht nachvollziehbar, ob die Geschichte der Mönche stimmte.
Denn 1539 wurde Glastonbury Abbey von Heinrich VIII. In seinem Machtkampf mit der katholischen Kirche vollständig zerstört. Alle Spuren von König Artus, sein Leichnam und das bleierne Grabkreuz waren scheinbar verloren. Bis ins 20. Jahrhundert gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass es jemals einen König Artus gegeben hat. Doch 1908 gab es einen Mann, der fest daran glaubte, dass König Artus real war. Und der sich vornahm, es zu beweisen. Der brillante Architekt Frederick Bligh Bond war überzeugt, dass nur er die letzte Ruhestätte des Königs in den Ruinen der Glastonbury Abbey finden konnte. Bond konnte den Besitzer der Abtei, die Kirche von England, überzeugen, ihm Zugang zur Ruine zu gewähren. Diese Chance konnte er sich nicht entgehen lassen. Die Stätte war fast unberührt und wartete geradezu darauf, erforscht zu werden. Anfang des 20. Jahrhunderts steckte die Archäologie noch in den Kinderschuhen. Bond wollte seine Kenntnisse als Architekt nutzen, um die Abtei erstmals systematisch zu untersuchen. Doch es waren nur wenige Mauerreste übrig. Als ersten Schritt musste Bond also die Lücken füllen, um einen exakten Plan der einstigen Abtei zu erhalten. Bond fertigte eine Karte an. Er kam täglich zur Ruine und vermaß jedes Detail, um es anschließend auf Papier zu bringen. Das klingt für uns heute sehr banal, doch vielen seiner Zeitgenossen war er damit weit voraus. Die prachtvolle Abtei hatte aus mehreren Hauptgebäuden bestanden. Und wenn es Bond gelang, sie zu rekonstruieren, würde er anhand historischer Aufzeichnungen feststellen können, wo er suchen musste. Nachdem die Mönche das Grab entdeckt hatten, wollten sie ihren Fund hohen Besuchern präsentieren und gaben ihm einen Ehrenplatz in der Mitte des größten und wichtigsten Gebäudes der Abtei, der Kirche. Tatsächlich kamen 1278 zwei sehr interessierte Besucher in die Abtei, König Eduard I. und seine Frau Königin Eleonore von Kastilien. Sie bezahlten ein Grabmal aus schwarzem Marmor, das in der Mitte der Kirche errichtet werden sollte. Dies hätte Bond direkt zum Grab von König Artus führen müssen. Doch da alles in Trümmern lag, war keineswegs klar, wo die Kirche gestanden hatte. Bond musste versuchen, ihre fehlenden Wände zu rekonstruieren und dann das Grab in der Mitte zu finden. Dabei kam ihm seine lebenslange Begeisterung für Mathematik zugute. Seine große Liebe war die Mathematik. Ihn faszinierten mathematische Rätsel, Zahlen und Entsprechungen. Bond glaubte, dass die Baumeister der Abtei einen geheimen mathematischen Code verwendet hatten. Seine Messungen zeigten, dass der Grundriss einem Zahlenmuster entsprach, das seit biblischen Zeiten von Architekten weitergegeben worden war. Seine Messungen ergaben, dass sich bestimmte Zahlen und Muster wiederholten. Dies konnte kein Zufall sein. Es schien sich vielmehr um einen geometrischen Fundamentplan zu handeln. Bond wusste, dass alte Baumeister oft Zahlenmuster nutzten. Sogenannte magische Quadrate. Jedes Quadrat hat 6 Zeilen und 6 Spalten. Um den Code zu knacken, musste Bond die Zeilen und Spalten so ausfüllen, dass sie alle dieselbe Summe ergaben. Er benötigte hunderte von Versuchen, bis er endlich das richtige Muster und somit die Lösung fand. Die geheime magische Zahl war 111.
Bond war überzeugt zu wissen, was sie bedeutete. 111 multipliziert mit 8 ergibt 888 Zoll, also 22,5 Meter. Er glaubte, das Geheimnis entschlüsselt zu haben. Die Baumeister mussten die Abtei auf einem entsprechenden Quadratraster angelegt haben. Bond kam zu dem Schluss, dass er den mittelalterlichen Grundriss der Glastonbury Abbey gefunden hatte. Um seine Glaubwürdigkeit zu beweisen, stellte er seine Karte auf die Probe. Er würde die einstigen Bauten der Abtei nach und nach freilegen. Unter seiner Anleitung gruben Arbeiter einen exakt 22,5 Meter langen Graben. Dabei stießen sie sofort auf die Grundsteine einer Kapelle, von deren Existenz niemand sonst wusste. Sie war seit nahezu 400 Jahren verschwunden. Doch Bonds Karte hatte ihren Standort vorausgesagt. Die Kapelle füllte genau das letzte Quadrat der errechneten Länge aus. Bond nannte sie die verschwundene Kapelle, da sie die einzige größere Erweiterung der Abtei war, von der es keinerlei oberirdische Spuren gab. Für Bond war das eine Art Test. Einer der bedeutendsten Archäologen Englands hatte behauptet, die Kapelle habe nie existiert. Doch Bond entdeckte sie in kürzester Zeit und hatte sogar zuvor ihre Größe bestimmt. Bond stieß auf Fundamente, folgte ihnen ostwärts und fand ein großes, vierschiffiges Gebäude. Damit widerlegte er einen der führenden Archäologen seiner Zeit. Die Kapelle war das erste Quadrat, das sich auf Bonds Quadratraster füllte. Seine Grabungen zeigten bald, dass auch die Hauptkirche, der letzte bekannte Standort von König Arthurs Grab, genau seiner Karte entsprach. Das riesige Gebäude war ein Quadrat breit und 5 Quadrate lang. Bond wusste genau, wo er nach Arthurs Überresten suchen musste. In der Mitte der Kirche. Erst als er all diese Informationen hatte, maß er die Stelle auf dem Grundstück aus und begann zu graben. Wenn Bonds Berechnungen stimmten, musste er bald auf ein Marmorgrab stoßen. Und tatsächlich fand er, was er suchte: verdächtige Bruchstücke eines schwarzen Steins. Es waren die Bruchstücke des Grabes, das 1539 von König Heinrich VIII. Zerstört wurde. Wenn Arthurs Überreste dies überstanden hatten, mussten sie ganz in der Nähe sein. Doch zu Bonds großer Enttäuschung fanden seine Arbeiter kein einziges Knochenstück. Trotz all seiner Genialität war Bonds Suche nach König Arthurs gescheitert. Und nach diesem großen Rückschlag begannen seine kirchlichen Geldgeber, seine Obsession für Zahlen in Frage zu stellen. Es war nichts wirklich Unorthodoxes an Bonds Zahlenmethode, sie war nur sehr ungewöhnlich. Für die kirchliche Obrigkeit sahen magische Quadrate nach Numerologie aus, die man mit paranormalen oder gar satanistischen Praktiken verband. Es klang sehr dubios. Alles war sehr verwunderlich und warf viele Fragen auf. Die Kirche verlor langsam die Geduld und Bond brauchte schnelle Ergebnisse. Sein neuer Plan war, das ursprüngliche Grab zu suchen, das die Mönche im 12. Jahrhundert gefunden hatten.
Vielleicht lagen dort noch Knochen, die die Mönche zurückgelassen hatten. Doch Bonds Karte war nun wertlos. Das Grab konnte überall auf dem Grundstück der Abtei sein. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern. Um das Grab zu finden, war Bond zu verzweifelten Maßnahmen bereit. Bond war so von seiner Zahlenmethode überzeugt und wünschte sich so sehr, etwas zu finden, dass er die Grenze überschritt. Bond wandte sich dem Okkulten zu. Mit Hilfe eines Mediums namens John Bartlett wollte er mit den Toten in Kontakt treten. In ihren Seancen nutzten sie die Technik des automatischen Schreibens. Sie nahmen ein paar Bögen unbeschriebenes weißes Papier, setzten sich bequem hin und stellten eine Frage, die sie entweder aussprachen oder auf ein Blatt Papier schrieben. Bartlett nahm eine Feder und legte seine Hand auf ein Blatt Papier. Bond legte wiederum seine linke Hand auf Bartletts rechte Hand, in der dieser die Feder hielt. Nach zögerlichen ersten Bewegungen begann Bartletts Hand zu schreiben und schrieb das Blatt voll. Das Schreiben schien von einer unsichtbaren Macht geführt. Bond war überwältigt. Die Mönche der alten Abtei verrieten ihm ihre Geheimnisse. Ein Mönch namens Johannes war besonders gesprächig. Er schürte Bonds Obsession hinsichtlich der Kartierung der Abtei. Sie interessierten sich ebenfalls für Mathematik und Geometrie. Bond war sehr angetan von Johannes und fragte oft nach ihm, wenn er mit jemand anderem sprach. Völlig gepackt bat Bond um den Standort von König Arthurs Grab. Und Johannes offenbarte ihm Schockierendes. Tief unter dem Boden der Abtei gab es noch eine viel ältere Kirche. Um zu finden, was er suchte, würde Bond noch tiefer ins dunkle Zeitalter von Glastonbury vordringen müssen. Der älteste Teil der Glastonbury Abbey wurde als die alte Kirche bezeichnet. Sie war sehr alt und niemand wusste genau, seit wann es sie gab oder wer sie erbaut hatte. Johannes behauptete, an der Stelle der alten Kirche stünde nun die mittelalterliche Marienkapelle, die Bond auf seiner Karte bereits eingezeichnet hatte. Arthurs Grab läge genau davor im alten Friedhof. Und Bonds mathematische Kenntnisse würden ihm helfen, es zu finden. Er dachte sich, wenn über die Jahrhunderte hinweg derselbe Grundplan verwendet wurde, müsste man Geometrie und Gebäude rückverfolgen können, um die Form der allerersten Kirche zu finden. Bond markierte seine Suchzone rund um die alte Kirche. Da er von der Zahl 6 besessen war, zeichnete er ein Sechseck. Der Friedhof und das Grab mussten irgendwo innerhalb dieses Symbols liegen. Als Bond mit den Grabungen begann, traute er seinen Augen kaum. Alles war voller Knochen. Er hatte den alten Friedhof gefunden, auf dem jahrhundertelang die Bewohner der Abtei bestattet worden waren. Er musste nur noch das Grab von König Arthurs identifizieren. Er war überzeugt, dass er die ursprüngliche Grabstätte von Artus und Gwynnifer entdeckt hatte und es nur noch eine Frage der Zeit war, bis er das Grab selbst freilegen würde. Doch dann beging Bond seinen größten Fehler. 1918 veröffentlichte er das Buch Gate of Remembrance, in dem er seine paranormalen Recherchen und seine Seancen mit den toten Mönchen beschrieb.
Die Nachricht verbreitete sich in Kirchenkreisen wie ein Lauffeuer. Man kann sich vorstellen, dass so etwas für Aufregung sorgte. Bond wurde beschuldigt, kein seriöser Architekt und Archäologe zu sein. Und das mit Recht. Schließlich leitete nicht er die Ausgrabungen, sondern ließ sich von mittelalterlichen Mönchen vorschreiben, was zu tun war. In den Augen der Kirche ließ sich Bond mit dem Teufel ein. Ihr durchschlagendes Argument war, dass 6 Zeilen mal 111 die Zahl 666 ergab. Die Zahl des Antichristen. Die Ausgrabungen wurden für beendet erklärt und Bonds Dienste waren nicht mehr erforderlich. Bonds Suche nach König Artus war zu Ende. Die entsetzte Kirche beendete die Ausgrabungen. 1923 wurde er für immer von dem Gelände verbannt. Doch ein neuer arthurischer Held wartete bereits darauf, die Suche fortzuführen. 1908 hatte ein äußerst wissbegieriger 8-jähriger Junge die Ausgrabungen besucht. Er schien von Anfang an dazu bestimmt, die Suche nach König Artus aufzunehmen. Sein Name war Arthur Raleigh Redford. Und in Bond fand er einen charismatischen Mentor. Man kann sich vorstellen, dass Bond großen Eindruck auf den Jungen machte. Bonds Geschichten über alte Mönche und einen legendären König faszinierten ihn. Wenn Bond jemanden durch seine Ausgrabungen führte, wurde er zum Zirkusdirektor. Die Grabungen waren sein Leben, seine Leidenschaft. Das zeigte sich in allem, was er tat. Einen jungen Menschen konnte so etwas natürlich sehr begeistern. Schon damals beschloss der junge Redford, das Grab von König Artus zu finden. Dieser Suche sollte er seine ganze Karriere widmen. Als führender Archäologe für das mittelalterliche Britannien. Er war besessen von dem Gedanken, dass es archäologische Spuren der Artus-Sage geben musste. Doch Bradford verschwendete keine Zeit mit Bonds paranormalen Methoden. Er war ein Mann, der logisch und systematisch vorging. Ein Skeptiker, dem es um handfeste Beweise ging. Redford war kein Träumer, der sich von verborgenen Mächten leiten ließ. Er war ein äußerst ernsthafter, seriöser Wissenschaftler, sehr kritisch und sehr methodisch. Er war ein echter Archäologe, kein Phantomjäger. Doch selbst Redford erhielt keine Genehmigung für weitere Grabungen. Die Erfahrungen mit Bond hatten die Kirche misstrauisch gemacht. Redford verließ Glastonbury und wandte sich stattdessen dem Geburtsort von König Artus zu. 160 Kilometer entfernt, auf der stürmischen Halbinsel von Tintagel. Hier hatte die fantastische Geschichte um König Artus ihren Ausgangspunkt. Der Sage nach hatte sich Uther Pendragon, der Vater von König Artus, in die Frau des Herzogs von Cornwall verliebt. Als der Herzog dies erfuhr, brachte er seine Frau zurück nach Cornwall, an den sichersten Ort, den er finden konnte, die Burg Tintagel. Überzeugt, dass sie dort sicher sei, ließ der Herzog seine Frau allein. Doch Uther gelangte auf wundersame Weise zu ihr. Dies war allein dem Zauberer Merlin zu verdanken. Merlin verwandelte Uther in das äußere Ebenbild des Herzogs. Auf diese Weise konnte er ungehindert das Schloss betreten.
Dort schlief Uther Pendragon mit der Herzogin von Cornwall, die ihn für ihren Mann hielt. Am nächsten Morgen ritt er dem echten Herzog von Cornwall hinterher und tötete ihn. Der Legende nach war König Artus das Ergebnis daraus. In jener Nacht wurde der berühmte König Artus gezeugt. Es scheint plausibel, hinter der Legende einen wahren Kern zu vermuten. Redford war sicher, dass ihn die Hinweise aus der Sage zu realen Fundstätten aus dem 5. und 6. Jahrhundert führen konnten. Redford glaubte, dass Tintagel Teil eines echten arthurischen Königreichs aus dem 6. Jahrhundert gewesen sein musste. Und er wollte es beweisen, mit eindeutigen Funden. Doch er riskierte, sich zum Gespött zu machen. Kein anderer Archäologe glaubte, dass die Insel im 6. Jahrhundert überhaupt bewohnt gewesen war. Als Redford zu graben begann, herrschte gemeinhin die Ansicht, dass auf Tintagel überhaupt keine frühmittelalterlichen Spuren existierten. Redford wollte dies widerlegen. Er drang tiefer in die Vergangenheit vor als alle anderen vor ihm. Und er entdeckte eine frühmittelalterliche Welt. Rechteckige Gebäude, die einer religiösen Anlage glichen. Er glaubte, eine Reihe von Merkmalen identifiziert zu haben, die belegten, dass es sich dabei um ein Kloster aus dem 6. Jahrhundert handelte. In den Ruinen fand er Beweise, die eine präzise Datierung auf das Jahrhundert von König Artus ermöglichten. Keramikscherben dieser Art waren in Großbritannien nie zuvor gefunden worden. Besonders faszinierend an Redfords Entdeckung ist, dass die Keramikbruchstücke, die er auf Tintagel in großen Mengen fand, nicht aus der Gegend stammten. Die Keramik kam aus dem östlichen Mittelmeerraum. Tintagel war also einst nicht nur ein Kloster, sondern auch ein internationaler Handelsposten gewesen. Im 5. und 6. Jahrhundert stand Tintagel eindeutig in Kontakt mit Händlern, die Keramikwaren aus dem östlichen Mittelmeerraum importierten. Was er entdeckte, war eine hochentwickelte Welt aus dem 6. Jahrhundert. Redford nannte seinen Fund die Tintagel-Keramik. Ausgehend von der Artus-Sage hatte Redford etwas bewiesen, das niemand zuvor auch nur vermutet hätte. Tintagel war Teil einer florierenden britischen Gesellschaft des 6. Jahrhunderts gewesen, wie sie auch die Sage beschrieb. Redford glaubte, das Reich von König Artus entdeckt zu haben. Nun suchte er Beweise für Artus selbst. Alles, was er dazu brauchte, war die Erlaubnis, an anderen Orten zu graben, die in der Artus-Sage auftauchten. Redford war bereit für die Glastonbury Abbey und das Geheimnis, das unter ihren alten Mauern begraben lag. 1951 erhielt er endlich die Genehmigung der Kirche, auf dem Gelände zu graben. Nun musste er nur noch das Grab von Artus finden. Redford ging wie ein Meisterdetektiv an seine Aufgabe. Er erstellte eine forensische Analyse der wichtigsten Augenzeugenberichte aus dem 12. Jahrhundert. Was geschah 1191 wirklich auf dem Gelände der Abtei? Hm.
Die mittelalterlichen Mönche hatten den Historiker Gerald of Wales beauftragt, ihren Fund zu verifizieren. Dieses Dokument wollte Radford genau unter die Lupe nehmen. Beweisstück A war König Arthurs selbst. Gerald of Wales beschrieb sein Skelett als das eines stattlichen Kriegers. Er beschrieb, wie groß die Schienbeine und die Augenhöhlen dieses heroischen Anführers waren. Er muss über 2 Meter groß gewesen sein. Das entscheidende Indiz für Radford war eine tiefe Schädelverletzung, die exakt mit der tödlichen Verwundung aus der Sage übereinstimmte. Der Schädel wies mehrere Verletzungen auf, die größtenteils verheilt waren. Nur die letzte große Wunde war nicht verheilt und hatte vermutlich zum Tode geführt. Beweisstück B war das Skelett einer Frau mit langen Haaren, die noch am Schädel klebten. Es war Königin Guinevere. Einer der Mönche war so von romantischem Enthusiasmus überwältigt, dass er das Haarbüschel an sich nahm, wodurch es leider zu Staub zerfiel. Und schließlich Beweisstück C. Ein bleiernes Kreuz, das die Skelette als König Arthurs und seine Frau identifizierte. Gerald hatte eine Kopie der Inschrift angefertigt. Die Inschrift auf dem Kreuz lautete übersetzt: Hier ruht in seinem Grab der berühmte König Arthurs auf der Insel Avalon, zusammen mit seiner Frau Guinevere. Gerald war sicher, dass es sich um König Arthurs handelte. Doch Radford hatte guten Grund, skeptisch zu sein. Nach der Zerstörung der Glastonbury Abbey waren alle 3 Beweisstücke verschwunden. Und Radford musste eine ganz andere Interpretation von Geralds Bericht in Betracht ziehen. Die Entdeckung von König Arthurs Grab konnte ein raffinierter Betrug sein. Es gab immer wieder Gerüchte über eine angebliche Fälschung der Beweisstücke. Und es war durchaus möglich, dass die Mönche die ganze Entdeckung nur vorgetäuscht hatten. Die Geschichte ist eine Art mittelalterlicher Krimi. Das Motiv für einen solchen Betrug wäre Geld gewesen. Die Mönche mussten ihr Recht auf ihr Land behaupten. Man darf nicht vergessen, dass die Abtei im 12. Jahrhundert einer der größten Grundbesitzer des Landes war. Nun mussten die Mönche rechtfertigen, warum sie all dieses Land besaßen. Mit dem Leichnam des Königs in ihrem Besitz konnten sie behaupten, er habe ihnen eine Royal Charter, also ein königliches Privileg, gewährt. Und wenn sie das Grab von König Arthurs fanden, konnte dies als Bestätigung einer solchen Charter gelten. Die Inschrift auf dem Kreuz, die von Gerald festgehalten wurde, war das schlagkräftigste Beweisstück. Archäologen datierten die Schriftform auf das 12. Jahrhundert, was eine Fälschung durch die Mönche nahelegte. Es ist denkbar, dass sie eine für die damalige Zeit glaubwürdige Fälschung herstellten. Kann man Mönchen wirklich vertrauen? Wer weiß. Radford war der einzige Archäologe, der den Mönchen glaubte. Er war der Ansicht, die Schrift könnte auch viel älter sein und hielt das Kreuz selbst für authentisch. Doch um zu beweisen, dass die Geschichte stimmte, musste Radford das einzige Beweisstück finden, das noch existierte. Das Grab selbst, das im alten Friedhof der Abtei verborgen liegen musste. Und dank Frederick Bligh Bond wusste er genau, wo er suchen musste.
Redford hatte das große Glück, dass er Bonds Vorarbeit nutzen konnte. Auf dem detaillierten Grundrissplan konnte er mühelos die Stellen identifizieren, an denen er graben musste, um Arthurs Grab zu finden. Redford konzentrierte seine Grabungen auf das Gebiet um die alte Kirche, die Ecclesia Vetusta. An derselben Stelle hatte auch Bond 40 Jahre zuvor gegraben. Geführt vom Geist des mittelalterlichen Mönchs Johannes. Doch Redford folgte einem weitaus wissenschaftlicheren Ansatz. Der Archäologe Peter Poyntz Wright war begeistert von seinem Enthusiasmus. Er verstand es, einen mitzureißen. Seine Präsenz war ansteckend. Von Redford angetrieben, drang das Team immer tiefer in den alten Friedhof vor. Doch wie Bond standen auch sie vor der Herausforderung, Arthurs Grab unter vielen anderen zu identifizieren. Redfords reiche Erfahrung ließ ihn eine geniale Lösung finden. Sein enormes Wissen zeigte sich in jeder Lage. Redfords Recherchen hatten ein wichtiges Detail zutage gefördert. Den Platz der alten Kirche nahm nun die mittelalterliche Marienkapelle ein. König Artus war angeblich südlich des dritten Fensters bestattet worden. In der Mitte zweier riesiger Säulen. Eine war 8 Meter hoch, die andere rund 6 Meter. Nach der Zerstörung der Abtei wurden die Säulen gestohlen. Doch Monumente dieser Größe mussten Spuren hinterlassen haben. Redford ließ auf einer 18 Meter langen Trasse nach ihnen graben. Wir grenzten das Gebiet ein, auf dem wir sie vermuteten. Nach wochenlanger akribischer Suche kam es endlich zum Durchbruch. Die Säulen, die einst Arthurs Grab markierten, hatten Löcher im Boden hinterlassen. Damit stand die exakte Stelle fest, an der Redford weitergraben musste. Zwischen den Säulen gab es deutliche Anzeichen von umgegrabener Erde. Ein leeres Grab lag genau dort, wo Redford es vermutet hatte. Es war ein passender Ort für eine würdevolle Beerdigung. Redford und Poyntz Wright fanden bald weitere Beweise. Kleine Steinsplitter belegten, dass die Mönche das Grab im 12. Jahrhundert ebenfalls geöffnet hatten. Sie hatten genau an derselben Stelle gegraben. 1191. Als die Mönche das Grab freilegten, befand sich die Abtei im Umbau. Das für den Bau verwendete Gestein lag überall herum. Und Redford fand Bruchstücke davon in dem Grab. Man konnte also davon ausgehen, dass das Grab zur Zeit der Bauarbeiten offen lag. Die Steinsplitter belegten, dass die Mönche das Grab 1191 geöffnet hatten. Dennoch konnte ihre Geschichte ein Schwindel sein. Redford musste beweisen, dass das Grab schon vor dem 12. Jahrhundert angelegt worden war. Als er seine Trasse näher untersuchte, fand er den Beweis. Eine Grundmauer, die mit gepresster Erde ausgefüllt war. Ihren Zweck erschlossen die historischen Aufzeichnungen der Abtei. Lange vor 1191 hatte der Abt von Glastonbury im 10. Jahrhundert das Niveau des Friedhofs angehoben, um Artus zu ehren. Redford konnte sehen, dass St. Dunstan, der Abt von Glastonbury zur Zeit der Angelsachsen, den Friedhof umgestaltet und angehoben hatte. Artus' Grab war geöffnet und neu angelegt worden, lange bevor die Mönche es 1191 wiederentdeckten.
Radford war sicher, dass das Bleikreuz von dieser Neubestattung im 10. Jahrhundert stammte. Es sollte die Ruhestätte von König Arthurs zuverlässig kennzeichnen. Die Mönche hatten es also nicht gefälscht. Nach Radfords Theorie stammte das Kreuz aus einer Zeit, die zwischen König Arthurs Tod und der Entdeckung seines Grabes im Jahre 1191 lag. Da er nun beweisen konnte, dass die Mönche die Wahrheit gesagt hatten, war Radford bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Er sprach mit der BBC. Die Mönche berichteten von einem bleiernen Kreuz mit lateinischer Inschrift, das sie im Sarg fanden. Darauf stand: Hier ruht der berühmte König Artus auf der Insel Avalon. Das Kreuz galt bislang als Fälschung, doch aufgrund seiner Schrift und Form bin ich der Ansicht, dass es nicht aus dem 12., sondern aus dem 10. Jahrhundert stammt. Wenn Radford recht hatte, hatten die Mönche wirklich König Arthus gefunden. Den König, der im 6. Jahrhundert ihre Kirche gründete. Im 12. Jahrhundert war es üblich, den Gründer einer Kirche oder eines Klosters in ein großes Grab im Altarraum zu legen. Und ich bin sicher, genau das wollten sie tun. Radford glaubte dem Bericht von Gerald von Wales. Das Kreuz identifizierte König Arthus. Und Radford konnte nachweisen, dass es echt war. Nur eines konnte er nicht finden. Fragmente von Tintagel-Keramik hätten bewiesen, dass Arthus ursprünglich im 6. Jahrhundert bestattet worden war. Für Radford war importierte mediterrane Keramik der Hauptindikator für Fundstätten aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Sie war eines der wenigen Dinge, die er bei dieser Grabung nicht fand. Vielleicht hatte es Fragmente gegeben und sie waren verschwunden. Doch damit fehlte ihm der letzte Beweis. Radford wusste, dass er nur Indizien hatte. Es gab nichts, was das Grab unmittelbar mit König Arthus verband. Dies ist die Stelle, wo ich 1962 und 63 das Grab fand, aus dem man jemanden ausgegraben hatte. Jemanden? Arthus? Ich glaube, es war Arthus, aber ich kann es nicht beweisen. Radford konnte die Existenz von König Arthus nie beweisen. Doch selbst im Alter von 90 Jahren reiste er noch an Orte wie Tintagel in der Hoffnung, den fehlenden Beweis zu finden. Er starb 1998, noch immer auf der Suche. Ich kann Radford gut verstehen. Er war überzeugt, dass die Artus-Sage einen wahren Kern hatte. Doch Radfords Geschichte nahm noch eine Wendung. 10 Jahre nach seinem Tod überprüften Archäologen seine Funde von Glastonbury. Sie entdeckten, dass er tatsächlich Tintagel-Keramik gefunden hatte. Radford wusste es nicht. Doch er hatte bewiesen, dass Glastonbury ins 6. Jahrhundert zurückreichte. Während die meisten Experten bis heute nicht an Arthus glauben, war Radford überzeugt, dass dies das Herz seines Königreichs gewesen sein musste. Und eine gebührende letzte Ruhestätte für die größte Legende Britanniens.